Und da sind wir wieder, meine lieben Freunde, hier bei Omerta, City of Gangsters, Folge 5. Heute werden wir jetzt, oder wir werden jetzt hier in diesem Hotel die Typen da platt machen. Wir haben ja so Typen platt gemacht und die hatten Schulden bei jemandem und deren Schulden sind jetzt unsere Schulden. Wenn wir aber andere Leute platt machen, sind die Schulden erlassen. Verstanden? Mafia-mäßig halt. Und zwar hier in dem Hotel. Angreifen. Uah, Start. Was, nur er? Ich will alle. Die sollen alle mitkommen. Nur einen? Der hat eine Waffe. Komm, wir nehmen mal Doc O'Neill. Dafür riskiere ich was. Der soll das alleine regeln? Uiuiui, das ist natürlich heftig. Ich dachte, wir gehen jetzt zu dritt. Mhm. Jo, da hätte ich jetzt gedacht, dass wir zu dritt das Ding übernehmen. Da rennt er. Wo rennt er denn hin? Oh, durch den Seitenangang, wie cool. Einmal rum ums Gebäude. Und dann durch die Hintertür. Ah, hier rein, okay. Ach, da ist der Eingang. So, meine lieben Freunde, kommt jetzt mal eine Nahkampfansicht? Das war's schon. Der hat die schon erledigt, ist ja cool. Der hat die schon erledigt. Darauf trinke ich ein. Eine Gang von Amateuren leitet ihr Bürgergeschäft von diesem Hotel aus. Erledige die Typen. Ah, okay. Er hat im Prinzip jetzt die Lage abgecheckt. Gut. Auswählen. 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 So, und jetzt, ach, guck mal hier, könnte ich auch einen automatischen Kampf machen, wenn ich keinen Bock habe. Da haben wir eine Gewinnchance von 67%, werden wir wahrscheinlich später auch mal machen. Aber weil es uns Spaß macht, machen wir das jetzt im rundenbasierenden Modus. Zeit es anzugehen. Wir haben jetzt interessanterweise einen Heiler bei, dieser Doc ist ja ein Heiler. So, wo sind denn die Feinde? Bis jetzt sind da noch keine Feinde, okay. Okay. Ach so, die sind da drin. Ah, okay. Hier kommen wir rein. Okay, dann geh mal hier hin. Ich kümmere mich um ihn. Wo ist er jetzt? Luigi? Ach, du bist schon drin. Okay. Dann geh mal hier hin. Nee, er ist noch nicht drin. Hier ist unser Feind. Die sehen den noch gar nicht. Gut, der nächste. Ah, okay, die Gangster. Bin soweit, Boss. Ja, alles klar. Komm dann hier hin. Das war's schon. Okay. So, jetzt der Doc. Ah, ein neuer Patient. So, da haben wir unseren ersten Feind. Ich denke mal, den können wir jetzt gleich eine verpassen. Schaden 5 bis 30, Schaden 5 bis 30, Schaden 5 bis 30. Tanz für mich. Feuert bei einem Gegner auf alle Gegner im eigenen Gebiet. Ein Schuss für jeden Gegner im eigenen Gebiet. Okay, das ist wohl ideal hier, um eine einzelne anzugreifen. Ah, okay. So, er ist fertig. In Ordnung, dann los. Jetzt ist Kretzeluigi dran und der ist ja bekannt dafür, dass er fürchterlich gut zuschlagen kann. Ich kümmere mich um ihn. Ein zweiter Komm Gegner, wenn wir ihn hier trotzdem mal hinlatschen. Oh nein, ei, das war vielleicht jetzt nicht so clever. Ich kümmere mich um ihn. Oh. Jetzt sind die Bewegungspunkte hier schon alle. Das ist ja ungünstig. Kann er das machen? Nein, nein, das ist aber ungünstig. Ey, jetzt kriegen wir von dem erstmal einen reingehauen. Der greift mich aber ganz gezielt an, wahrscheinlich. Weil er ja der Heiler ist. Dann würde ich mal sagen, Bauchschuss hier für den Kumpel. Eieieiei. Da sind wir jetzt aber nicht. Ich brauche was zu trinken. Sag mal, wie sieht's denn aus mit Heilen?
Ja, warte mal. Dann mach mal hier einen Schuss für jeden Gegner in einem Gebiet. Okay, er hat jetzt einfach mal in die Luft geschossen. Fand ich jetzt nicht so cool. Oh, erscheint mir aber das ganz schön viel. Ach du Scheiße, das sind ganz schön viele Gegner. Oh, nein, nicht. Oh, Luigi. Luigi, was machst du? Du bist nicht nah genug dran, oder was? Doch. Wow, jetzt noch einen. Mist, der hat keinen mehr. Die Gesundheit ist ziemlich runtergegangen. So, komm, du geh mal hier heilen. Geh mal hier hin. Und heil mal meinen lieben Luigi. Geht das? Bist du weit weg, wa? Mann, okay, dann musst du, sitzen hier aus. Guck mal, dem hier. Gute Arbeit, Jungs. Sehr cool. Ja, Boss? Ja, wir haben hier vorne Schwierigkeiten. Komm mal bitte nach vorne. Und dass du vielleicht den hier jetzt mal erledigst. Wäre nicht schlecht. Ich schieße, du fällst um. Sehr schön. Und dann kannst du ja dem hier noch eine reinschieben. Ich bin so viel besser als du. Sehr schön. Wir haben aber dahin, im Haus sind noch mehr Gangster. Ah, es sind noch zwei, okay. So, jetzt kommt der. Oh. Sieht nicht gut aus für den Doc. Was für ein Mist. Oh, scheiße. Also ich würde mal stark annehmen, dass ich jetzt versagt habe, oder was? Sag mal, kannst... Doc, kannst du nicht jetzt hier hingehen und den heilen? Geht das? Kannst du den heilen? Ja, sehr geil. Er hat den geheilt. Das finde ich ja mal richtig geil. Ja, Boss? Du sollst den hier umbringen. Und zwar mit einem Bauchschuss. Warte mal, plus 4? Plus 4? Trifft 75%. Trifft 65%. Trifft 75, okay. Nochmal. Der ist fast schon in der Hölle. Sehr schön. Jetzt haben wir bloß noch einen, der da hinter der Wand ist. Der natürlich gleich wieder auf uns schießt. Oh, was macht der jetzt? Nein! Da hat er hier auf mich geschossen. Gibt's denn sowas? Dann gehen wir erstmal hier hin. Ich brauch was zu trinken. Oh, dir geht's auch nicht mehr so gut, wa, Alter? Komm, schieß mal hier auf den. Verfehlt auch noch. Mist. Kannst du noch laufen? Ja, nicht wahr? Hätte ich eher zuerst machen müssen. Bin soweit, Boss. Ja, hätte ich zuerst machen müssen. Geh mal zu Doc, damit der dich dann auch gleich heilen kann. Kann natürlich auch sein, dass er nur einmal heilen kann pro Runde. Und dann guck mal, dass du hier einen gezielten Schuss machst auf den. Ich schieße, du fällst um. Ja. Luis, Konkurrenzproblem, du hast gewonnen. Wann wären wir eigentlich mal wieder hochgelevelt hier? Wir waren noch echt gut, oder? Du kannst gut mit den Quälgeistern umgehen, Amico. Aber du hast jetzt die Cops am Hals. Du musst dich um ihre Ermittlung kümmern. Die Sheriff-Sterne in der rechten unteren... Oh, jetzt wird's aber spannend. Die Sheriff-Sterne in der rechten unteren Ecke des Bildschirms zeigen die Polizeiaufmerksamkeit an oder den Verhandlungswert, den deine Gang ausgelöst hat. Der Verhandlungswert steigt nach und nach an. Bestimmte Aktionen und Gebäude werden den Wert ebenfalls anheben. Wenn alle 5 Sterne gefüllt sind, wird die Polizei mit einer Untersuchung beginnen. Du hast unterschiedliche Möglichkeiten, mit diesem Problem fertig zu werden. Wenn du allerdings keine Option mehr hast und nicht genug Geld besitzt, um die Cops zu bestechen, ist das Spiel für dich vorbei, Amico. Arg. So, was können wir denn jetzt machen? 500 wollen die? So, die Beweise zerstören, einen anderen Kriminellen als Sündenbock nutzen, einen Gefallen von einem dir freundlich gesinnten Deputy einfordern. Also ich würde mal vermuten, dass das hier kann man nur einmal machen alles, oder?
Komm, wir probieren mal die Beweise zerstören. Ob das funktioniert? Jungs, der Sheriff verfügt über Unterlagen, die uns alle in den Knast bringen können, um die Sache noch schlimmer zu machen. Er hat die Armee veranlasst, die Dokumente zu bewachen. Wir müssen dorthin und die Beweise vernichten. Oh Gott. Wähle einen Handlanger unten aus, klicke auf den Auswählenknopf, um ihm deinem Team zuzufügen. Jetzt müssen wir gegen die Armee kämpfen, oder was? Und Kretzeluigi ist total, das ist ja doof. Och, mit unseren Erfolgschance 80%. 70? 80. Naja, was bleibt uns jetzt alles übrig? Jetzt, ich wusste ja vorher nicht, dass das ein Kampf ist, Beweise vernichten. Zeit, es anzugehen. Ah, ja. Okay, Leute. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ah, ist ein Polizeirevier oder sowas? Okay. Ja. Okay. Ja, Boss. Okay. Zeit, es anzugehen. Oh, die Bullen sind noch nicht da. Komm und stirb. Ich kümmere mich. Das ist richtig ein Gefängnis. Ist ja interessant. Kann immer noch laufen. Gut, dann gehe ich. Ah, da hinten ist der Deputy. Ja. Der nächste, bitte. Ich glaube, ich sehe doppelt. Ja, wahrscheinlich, weil da zwei Bullen sind. Ja, so, Boss. Und jetzt du. Hier hinter den Schreibtisch vielleicht. Wär gar nicht schlecht. Okay. Ich brauche was zu trinken. Ach so, was ist los hier? Wo sind die Dokumente überhaupt? Ah, hier hinten. Ach, ich soll damit noch entkommen. Okay, muss ich mich hier vorbeischleichen? Muss ich mich hier vorbeischleichen? Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, ich sehe doppelt. Ah, ein neuer Patient. Ja, scheinbar. Ist natürlich ziemlich riskant, mich hier mit den Bullen anzulegen, oder wie? Das ist mir irgendwie ganz mulmig dabei. Das war natürlich dämlich, weil er kann nur Nahkampf. Kann er hier von hier aus? Nee, Mist. Mist. Okay. Bin dran. Ja, Squicks, du weißt, wie wir drauf sind. Bauchschuss. Bauchschuss. Ey, der hat auf mich eben geschossen. Mann, Squicks, Alter. Streifschuss trifft Kretze Luigi. Oh Gott, jetzt kommt der hier noch mit einer Schrotflinte. Ach du Scheiße. Ach, du. Jetzt muss ich das regeln. Ach. Nein. Ich glaube, die erledigen mich gleich. Jetzt ist er dran. Er müsste normalerweise Luigi heilen. Komm, mach das mal. Es ist nichts. Ja, es gar nichts ist. Kannst du hier mal noch einen reinballern? Trifft natürlich überhaupt nicht. Okay. Ich brauche einen Arzt. Nein, ja, das glaube ich dir, mein Freund. Das glaube ich dir. Dann geht auch mal hier hin. Kannst du dem jetzt hier? Mist. Bin dran. Ja. Komm mal bitte hier hin. Genau. Und jetzt mach mal was. Was passiert denn hier? 75%? 65%. Die hat eigentlich die gefährlichere Knarre, wa? Oh mein Gott. Oh, fast getroffen. Fast tot. Jetzt sind die Bullen dran. Da hatte ich jetzt nochmal Glück gehabt. Was für ein Mist. Nein.
Weil das Überleben ist die große Frage. Kann er noch mal heilen? Kann er es jede Runde machen? Nein, seine Heilkraft ist zu Ende. Das nervt mich jetzt aber ein bisschen. Mal hoffen, dass... Das war zu viel meiner Medizin für ihn. Okay, das war schon mal cool. Das war schon mal cool. Oh, nee, nee. Nein, nein. Boah, ey, ihr seid zu viele. Ihr seid zu viele. Ich will das nicht. Ich brauche was zu trinken. Du, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Knall mal erstmal den hier ab. Hallo? Ich meine, warum trifft denn? Oh, wir haben es nicht geschafft. Kretzel Luigi ist tot. O'Connor wurde gefangen und eingesperrt. Squix lebt noch? Spezialjob ist jetzt hinter Gitter. Er lebt noch und ist verletzt. Achso, jetzt könnte ich nochmal neu laden, okay. Autosave-Kampf, na laden wir doch mal. So, jetzt wird es natürlich sehr strategisch. So, hier können wir scheinbar nicht automatisch kämpfen bei dem Ding hier. Ansonsten probieren wir eine andere Option, da bestechen wir die Bullen mit $500. Wenn wir den Kampf hier jetzt gar nicht hinkriegen. So, meine lieben Freunde, ihr sollt euch irgendwie reinschleichen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann geh doch mal bitte hier hin. Bin dran. So. Ich brauche was zu trinken. Oh, der Typ ist voll Alkoholiker. Seid es anzugehen. Okay, die Bullen sind jetzt noch gar nicht mal so unterwegs. Ich frage mich, hier war einer und hier war einer. Ist ja fast unmöglich. Gibt es hier noch irgendwelche Hintereingänge oder so? Nee. Also wir müssen in diesen Raum. Wir müssen erstmal diesen einen Bullen da erledigen. Vielleicht sollten wir dann gleich hier hingehen. Na gut, dann geht mal erstmal hier hin. Ich kümmere mich um ihn. Ja, ja, geh mal hier hin. Komm und stirb. Oh, okay, sie haben mich noch nicht bemerkt, aber sie sind 18. Bin dran. Geh du mal hier hin. Da sind ja die Knallköpfe. Die Knallköpfe. So, und du gehst hier hin. Und was jetzt natürlich cool wäre, wenn die jetzt zur Tür kommen. Ah, er schießt da echt aus so einem Winkel auf uns. Zeit es anzugehen. Durch die Wände schießen können sie auch noch. So, mein Freund. Du kannst ja jetzt mal... Kannst du hier zu dem gehen? Nee, pass mal auf. Geh mal hier hin. Probieren wir einfach mal. Wir sind ja hier noch Anfänger. Blutige Anfänger. Also Faust mit dem Schlachring war irgendwie am besten bei ihm. Mist, daneben. Kann er noch laufen? Ist ja cool. Oh, er kann immer noch. Cool, wo kann er noch überall hin? Kannst du dich hier verstecken? Boah. Jetzt steht er mitten im Raum. So, du komm noch mal bitte. Ah, das ist ja doch wieder dem anderen da ausgeliefert, ey. Geh mal bitte hier hin. Und schieß mal auf den Bullen hier. Geht nicht, oder was? Na, er hat den gar nicht gesehen. Jo, da braucht man noch ein paar Fallen. Braucht man ein paar Feind-Trainings-Einheiten.
Bauchschutz. AP4, AP4, AP5 sogar hier für den gezielten Schuss. Der ist fast schon in der Hölle. Arg, okay. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Ich will doch nur die Papiere. Nein, wer hat denn da auf mich geschossen? Luigi lebt eigenartigerweise noch. Oh, gebrochener Arm, okay, er lebt aber noch. Ja. Boah, die Typen sind doch echt zum Kotzen. Wer ist denn hier gestorben? Achso, okay. Ist der Doc dran? Er kann ja einmal heilen. Na, heil mal bitte einmal, wenn's geht. Es ist nichts. Okay. Kannst du noch laufen, Doc? Nee, wa? Schießen kannst du noch in diese Richtung hier. Okay. Bin soweit, Boss. Ja, weißt du? Trifft mit 63%. Na gut, die sind wahrscheinlich noch nicht weit genug gelevelt. Vielleicht war ich ja jetzt ein bisschen übermütig. Ey, warum? Warum schießt er auf? Ausgerechnet auf Luigi. Ist Luigi tot schon wieder? Luigi. Ja. Luigi, was ist mit dir los? Bist du tot? Ey, wenn Luigi tot ist, Leute, dann... Dann gnade euch Gott. Dann gnade euch Gott. Auch wenn ich, guter Junge. Auch wenn ich der schlechteste Schütze überhaupt bin. Bin soweit, Boss. Ist er nochmal dran? Komm mal bitte hierher. Weil hier ist nämlich jemand, der möchte getötet werden. Ja. Okay. Nein, nicht in den Rücken. Ja. Nicht in den Rücken. Warte mal, nö, da laufen wir noch ein Stück, oder? Ist das... Oh, was war denn das für ein toller Schuss? Das ist endgültig. Oh, sehr schön. Sehr schön. Könnten wir es ja fast schaffen. Das ja fast schaffen, wenn jetzt nicht noch mehr kommen. Bin dran. Und wenn Kretze Luigi nicht tot ist, wollen wir hoffen, dass er nicht tot ist. Okay. Ich brauche was zu trinken. Ja, aber du kannst doch vorher hier diesen Typen noch erledigen, oder nicht? Oh, das war's schon. Ja, mit seinem Maschinengewehr, ey. Jetzt schießt er wieder durch den Schrank? Oder was? Bin soweit, Boss. Okay, jetzt haben wir aber noch eine Chance. Fast, fast, fast. Ich brauch was zu trinken. Ja, komm mal hier, ja. Das tu mir mal den Gefallen und erschießt diesen Typen. Ey, was war das denn? Bin dran. Ach, du bist nochmal dran, das ist ja schön. Ja. So, und jetzt? Jetzt zu den Papieren, oder was? Ich brauch was zu trinken. Los, komm. Die Papiere sollen hier irgendwo hier hinten sein. Und wenn da jetzt noch mehr, Ja, Boss? Wenn da jetzt noch mehr... Also, nee, sag mal, kannst du eigentlich noch heilen, Alter? Ja. Kann er nicht mehr? Nur in einmal pro Runde verfügbar. Naja, dann geh noch mal hier hin zu unserem lieben, 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 lieben Quetzaluigi, der aber scheinbar tot ist. Blöd. Blöd. Bin soweit, Boss. Komm, hier hinten sollen irgendwo die Papiere sein. Ist aber Quatsch, wenn er tot ist, habe ich eh verloren, wa? Ich brauch was zu trinken. Hm. Ich glaube, ich sehe doppelt. Da hinten. Bin dran. Oh, da ist noch ein Bulle. Okay. Warte mal.
Gut. Ja. Oh. Sogar zweimal hintereinander gedruckt. Ach, da ist ja noch einer. Oh mein Gott. Nein. Boah, boah. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit für diesen Kampf. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Oder wir müssen noch ein bisschen an der Strategie feilen. Ja. Na gut. Wenn wir mal beim nächsten Mal sehen, wenn es denn ein nächstes Mal gibt. Morgen kommt ja schon die super Überraschungsfolge. Vielleicht ist die auch heute schon gekommen. Jedenfalls ein Teil davon. Die Einführung. Aber ich glaube, so 2, 3, 4 Folgen werde ich noch machen. Mal gucken, wie ich das nächste Woche in den Upload-Plane einarbeiten kann. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, nächste Woche. Ja. Tschüss, die Bullen sind hinter uns her.